großartige Taten von jede Menge Gold, jede Menge Erfahrungspunkte, 25.000 pro Kopf und eine neue Quest. Also erstmal erledigte Aufgaben. Ich habe das Problem mit den Genies von Dao gelöst, womit ich Fürst Logan einen großen Gefallen getan habe. Er versprach mir einen herzlichen Empfang, der eines Helden würdig sei, und schlug vor, dass ich mir bei der Genmeisterin Busia eine Belohnung abholen sollte, falls ich das noch nicht getan hatte. Khan Zara, Oberhaupt der Dao-Jins, war sehr erfreut darüber, den Kopf des Rakshasa zu bekommen. Anscheinend waren sie nur deswegen in Handelstreff gewesen, denn sie brachen sofort nach Kalimsan auf. Phaidon ist besiegt, ich habe mir, ja, das kennen wir bereits, Aufgaben. Während der Dankesfeier, die Fürst Logan für mich abhielt, wurde ich jeweils von Fürstin Lilith Luxaron und Fürst German Alibakar angesprochen, die mir Arbeit anboten und mich vor dem jeweilig anderen warnten. Welch Interesse hätte, sollte ich einen von beiden auf seinem Landsitz aufsuchen. Fürst Logan warnte mich später vor dieser Familienfehde und empfahl mir, mich aus dieser Sache herauszuhalten. Ich bin nicht beunruhigt. Ich bin sicher, dass diese Rückschläge vorübergehender Natur sind. So, wir haben den maximalen Ruf erhalten. Was schon wirklich was Ordentliches ist. Weg von ganzem ihr Herzen müsst eure Gruppe erst sammeln. Wir sind jetzt die Helden von Handelstreff. Es ist schön fürs erste wieder Frieden zu haben. Ich weiß, das haben wir euch zu verdanken, aber ich frage mich immer wieder, ob Vauke nicht zurückgekehrt ist. So, kommen wir mal in den Vaukentempel kurz rein, ob der Typ uns noch was zu sagen hat. Seid mir gegrüßt, ich heiße euch willkommen. Bitte, meine Fürstin, kann ich euch kurz sprechen? Ich heiße Jenny, und ich komme wegen meines Sohns Tieres zu euch. Er ist völlig verängstigt, meine Fürstin, zu verängstigt, um überhaupt das Haus zu verlassen. Bitte, ihr seid doch in der Stadt als Head bekannt. Ich bitte euch, kommt mit und sprecht mit ihm. Ihr müsst erfahren, was ihn so verängstigt hat, und vielleicht könnt ihr ihm ja helfen. Wenn es mir möglich ist, werde ich ihm helfen. Wo ist er? Wobei, den könnte sein Dank, dass ihr so mittig seid. Tiere sind in unserem Haus und befindet sich gleich nördlich von Alibakar anwesend. Bitte kommt, sobald es euch möglich ist. Ich bin ganz verzweifelt, wenn ich ihn so sehen muss. So, okay. Tiere sind Handelstreff. Eine Frau namens Jenia ist an mich herangetreten. Sie behauptet, dass ihr Sohn Tieres äußerst dringend meine Hilfe braucht. Wenn ich mich dazu entscheide, ihm zu helfen, soll ich in ihr Haus kommen. Es liegt nördlich des Alibakar anwesens. Natürlich. Ja. Ich war, wenn es das ist, was ihr wollt. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ich grüße euch. Eure Macht ist beeindruckend. Ja, der hat nichts Neues zu sagen. Euer Wunsch ist mein Begehr. Jetzt will ich aber erstmal kurz mit dem Schmied reden. Weil der ist auf jeden Fall auf dem Weg. Hier die Schmiede und dann gehe ich zu Tieres Haus. Keine große Herausforderung. Und guck mal, was da los ist. Ah, guck mal, da sind ja wir alle. Aus der Gruppe von Talisa. Talisa hält von Handelstreff. Aus der Gruppe von Talisa. Achso, das ist Talisa. Ja gut, das wird dann wohl Aries sein. So, erstmal aber zum Schmied. Heremera. Ich mag Leute wie euch eigentlich nicht, aber guten Tag trotzdem. Ah, es ist einer dieser Helden, die uns vor den Druiden retteten oder so. Guten Tag, mein Held. Ich bin Mara und das hier ist mein Gemahl Sir Patrick. Verzaubert, da bin ich sicher. Wenn ihr uns entschuldigt, wir müssen zu einer Verabredung. Seid ihr auch eingeladen? Dann werden wir uns ja dort sehen. Ich für meinen Teil kann nicht warten. Ja, die sind beim Schmied eingeladen, oder was? Nun gut. Nun, ihr seht mir wie Leute aus, in deren Geldbörsen nicht nur zwei einsame Goldmünzen traurig klimpern. Willkommen in meiner Spielewette, da braucht ihr irgendetwas? Ich wäre sehr froh, wenn ich euch helfen könnte. Lasst mal sehen, was ihr habt. Natürlich, schaut nur, was ihr wollt. Also erstmal hat er Rüstungen plus 1. Das macht schon mal einen guten Eindruck. Ein paar Waffen plus 1. Heldentränke, Frostriesen.
Robe des guten Erzmagiers. Das ist richtig, richtig geil. Das ist gerade die... Okay, Rüstungsklasse 5. Rettungswurf plus 1, Magieresistenz, die macht 10% Magieresistenz und Initiative. Hm. Da habe ich mich wohl vertan. Aber ganz ehrlich, die Robe des guten Erzmagiers, die Erzmagier-Roben sind sowieso alle ziemlich nice. Die ist auf jeden Fall besser als die Robe hier. Magieresistenz und Rettungswürfe auf alles. Und die da? Ah, macht nur Initiative. Okay. Nein. Fragt nur, was möchtet ihr? Das heißt jetzt zu Tiris. Erzählt mir mehr davon. Vielleicht finden wir vor Tiris auch heraus, dass beide Adligen böse sind. Keine große Herausforderung. Einen herrlichen Tag wünsche ich euch. Unser Junge steckt in Schwierigkeiten mit Fürsten. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ihm irgendwie helfen könntet, ehrlich. Seid mir gegrüßt, ich heiße euch willkommen. Oh, ich danke, dass ihr gekommen seid, meine Fürsten. Ich danke euch. Bitte sprecht mit Tiris, bitte findet heraus, was mit ihm los ist. Vielleicht könnt ihr ihm ja helfen. Hm, nun gut. Hi, Tiris. Oh, seid ihr vielleicht in dieser heldenhaften Leute, vor denen alle sprechen? Ihr habt die Druiden und die Gs aufgehalten. Vielleicht könnt ihr auch mir helfen. Es ist alles so fürchterlich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich meine liebste Razia und ich, wir waren vor 2 Tagen auf dem heiligen Weg gar nicht weit von hier. Es war schon spät und ich hörte ein komisches Geräusch aus Richtung der Schatten. Ich dachte, dass es sich vielleicht um einen erneuten Angriff der Tiere handeln würde, aber ein großer Mann kam aus der Dunkelheit gesprungen und hat mich niedergestreckt. Ich kann mich bis zu meinem Aufwachen an nichts weiter erinnern. Als ich dann aufwachte, sah ich, wie ein Mann Razia an einem Stuhl festband. Es war der gleiche, der auch schon auf mich losgegangen war. Ich habe mich ein wenig bewegt, da mein Kopf so schmerzte und ich war mir nicht sofort bewusst, dass noch jemand anders im Zimmer war. Der andere muss mich wohl gehört haben, denn er kam auf mich zu. Ich habe ihn gesehen, meine Fürstin. Ich habe mich umgedreht und habe ihn gesehen. Es war ein Mann oder eine Kreatur, die wie ein Mann aussah, die aber keine Haut hatte. Alles, was ich sehen konnte, waren seine Muskeln und seine Sehnen. Er zischte ganz laut ein fürchterliches Geräusch und dann hat er versucht, nach mir zu greifen. Ich hatte fürchterliche Angst und bin zur Seite gesprungen und konnte gerade ebenso seinem Griff entkommen. Der Mann bei Razia hat ihn angeschrien, dass er mich festhalten sollte und die hautlose Kreatur hat irgendetwas Wütendes zurückgebrüllt. Und ich bin so schnell, ich konnte weggelaufen. Ich habe jemanden hinter mir gehört, aber habe es aber nicht gewagt, mich umzudrehen. Einmal habe ich es hinter mir rufen gehört, er würde mich kriegen, er würde mich auf jeden Fall finden. Und dann, als ich dann irgendwann stehen geblieben bin, habe ich ihn nicht mehr gehört. Ich bin hierher gekommen, mich zu verstecken. Ich habe Angst, nach draußen zu gehen. Was für eine Kreatur könnte das denn wohl sein? Was für eine Art von Magie könnte eine solche Horrorgestalt hervorbringen? Ich weiß nicht, an wen ich mich wenden soll. Das Militär, die könnten wohl kaum etwas gegen eine solche Kreatur ausrichten, da bin ich sicher. Und ich schäme mich so, ich habe Razia zurückgelassen, sie ihrem sicheren Tod überlassen. Bitte, werte Dame, werdet ihr mir helfen? Werdet ihr meine Razia finden und sie mir zurückbringen? Dafür brauche ich mehr Informationen. Vielen Dank, meine Fürstin. Ich bin euch sehr dankbar, wenn ihr das tut, was ihr tun könnt. Mehr Informationen? Also lasst mich mal nachdenken. Die hautlose Kreatur hat den Namen des Mannes mit dem Messer genannt. Sie hat ihn gerufen, als der Mann ihr auftrug, mich zu fassen. Hat den Mann Regic genannt. Regic, ganz sicher? Ja, werte Dame, ganz sicher. Warum kennt ihr diesen Namen? Regic der Häuter, ein Mörder aus Adkatla, die ich überführt habe, der jedoch gekommen ist, bevor er gefasst werden konnte. Ja, aber das braucht euch nicht den Kopf zu verbrechen. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wo ihr hingebracht worden seid? Ja, das kann ich. Die Kreatur hat mich in das Gehölz nahe des Südwesttores gebracht. Bitte geht dorthin und findet heraus, was mit ihr geschehen ist. Vielleicht sind dieser Mann und seine Kreatur ja noch dort. Tiris in Handelstreff.
Ja, Aufgaben. Ich habe mit Tiris gesprochen und was bei mir ist herausgefunden. Regic, der Mörder aus dem Brückenfeld in Katla, die ich vertrieben hatte, ist jetzt in Handelstreff und arbeitet anscheinend mit einer merkwürdigen Haut, diesen hautlosen Kreatur zusammen. Tiris und seine Freundin Reisa wurden entführt und in die Wälder im Südwesttor gebracht, von wo Tiris mit knapper Not entkommen konnte. Er fleht mich an, dass ich Reisa finde und schlägt vor, dass ich den Wäldern nach Hinweisen suche. Das ist jetzt aber kein neues Ding auf der Karte, nein. Ich war, was immer, ja, wenn ihr es wollt. Das heißt, Südwesttor ist eigentlich hier unten. Nee, Südwesttor ist hier drüben. Natürlich. Ja, komm, gehen wir noch dahin. Daristamo, halt, ich will wissen, was für ein voll Geschöpf ihr seid, ich meine Waffe senke. Ein Mensch bin ich sonst nichts. Ich könnte euch dieselbe Frage stellen. Ich stelle hier die Fragen. Ein Mensch bin ich sonst nichts. Ihr habt mich sofort angegriffen, also seid ihr nicht das Wesen, nach dem ich suche. Seine instinktive Schlauheit treibt es dazu, ein einzelnes Opfer sofort anzugreifen. Daraus schließe ich, dass ihr nicht wisst, wer ich bin und mich trotzdem angreifen würdet, besonders wenn ihr euch dessen voll bewusst seid, zu was meine Beute in der Lage ist. Ich bin Daristamo und ich jage ein Wesen, das unter dem Namen Hauttänzer bekannt ist. Eine menschenähnliche Bestie, die kein eigenes Fleisch hat. Werdet ihr mir jetzt euren Namen offenbaren? Ich bin Talis und ich suche jemanden, der vielleicht dem Wesen zum Opfer gefallen ist, das ihr sucht, und einen Mörder namens Regic. Mein Name liegt euch nichts an, aber möglicherweise jage ich das gleiche Wesen, von dem ihr sprecht. Ich versuche, eine Frau, die Reise heißt, zu retten. Sie ist von einem Mörder und einem Mann ohne Haut entführt worden. Nein, das werde ich euch nicht sagen, was ihr zu sagen habt, und ich werde sehen, ob ich euch vielleicht am Leben lasse. Ich bin Talisa. Ich verstehe, den Mörder kenne ich nicht, aber wenn er dem Hauttänzer hilft, dann ist er genauso mein Ziel wie das Wesen selbst. Es würde jemanden gefangen nehmen, wenn es vorhat, mit Hilfe seiner dunklen Magie ein anderes Wesen wie es selbst zu erschaffen. Ansonsten hätte er ihr Fleisch auf der Stelle verschlungen. Nein, ich muss den Hinweisen folgen, die ich hier gefunden habe, und mich diesem Wesen einfach einmal stellen. Sagt mir, ob ihr mir bei der Tötung dieses böshaften Wesen helfen werdet. Oder Wesens des Bösen. Sag mir zuerst, wo dieses Wesen ist. Ich habe nur vor, sein Opfer zu retten. Ja, ich werde mich euch anschließen. Der Mörder, der bei diesem Hauttänzer ist, muss wie das Wesen selbst gestoppt werden. Nein, geht hier nur und rettet das Mädchen, wenn ihr könnt. Ich traue euren Beweggründen nicht. Ich bin nicht gewillt, mit euch irgendwo hinzugehen. Ja, ich werde mich euch anschließen. Hervorragend. Ich weiß jetzt, wer ihr seid. Ihr seid die erst vor kurzem als Retter der Stadt gefeierten Helden, nicht wahr? Ganz offensichtlich habt ihr euren Ruf durch gute Taten erworben. Ich habe mehrere Hinweise gefunden. Ich vermute, dass sich die Höhle des Wesens genau im Norden des Osttores befindet. In einem von der Stadt durch eine Mauer abgetrennten Teil mit einem orangefarbenen Pavillon. Ich habe vor, weiterzureisen und die Gegend zu erkunden. Trefft mich dort so bald wie möglich. Ich könnte eure Hilfe bestimmt gebrauchen. Das wäre dann wohl der Bereich hier. Der Mann, den ich im Wald getroffen habe, Daristamo, gab mir zu verstehen, dass das hautlose Wesen Reisa womöglich gefangen hat, um ihre Haut abzuziehen und aus ihr seinesgleichen zu erschaffen. So sehr ist ihr Fleisch auf der Stelle verzehrt. Ich habe keine Ahnung, in welcher Verbindung Regic mit der Kreatur steht. Klar, ich rede gerne ein paar Worte mit und da oben drüber steht ja noch was. Ich ging zu dem von Tiris beschriebenen Ort, traf dort aber nur einen Mann namens Daristamo. Der behauptet, die hautlose Kreatur zu jagen, die Regic bei sich hat. Er nennt sie Hauttänzer und glaubt, dass die Kreatur in einem durch Mauern abgetrennten Bereich der Stadt direkt nördlich des Osttores sei, in einem orangefarbenen Pavillon. Er ist direkt dorthin gegangen. Er bittet mich, ihm
dort so schnell wie möglich beizustehen. Also ja, der Teil ist abgetrennt. Das heißt, wir gehen noch schnell darüber. Und eigentlich hätte ich schon längst einen Cut machen müssen. Oh ja. Speichern wir jetzt hier mal. Das ist jetzt LP029. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.